Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Spiel und endlich mal wieder ein Spiel für die Switch. Und zwar spielen wir Vaporum, was Legend of Grimrock oder so, glaube ich, heißt das. Wenn ihr das kennt, das ist so ein Dungeon Crawler, das ist so ähnlich, bloß in eher einer technischen Zeit. Das Spiel selber, ich habe mir keine weiteren Informationen geholt über das Spiel, denn also ich weiß nichts darüber. Ich habe das Spiel geschenkt bekommen, sagen wir mal so. Und ich dachte, wir spielen es einfach mal. Ich bin gespannt. Musikmäßig fängt es mich auf jeden Fall schon mal ab. Gucken wir mal rein. Wir gehen mal rein. Wir starten mal das neue Spiel. Okay, Schwierigkeit, normal, Oldschool-Modus aus, Elite-Modus aus, klassische Bewegungsart. Ja, das lassen wir alles mal so, weil ich Tipps lassen wir noch mal an. Wir wissen ja nicht genau, wie es weitergeht. Neues Spiel beginnen. Ja. Ich bin gespannt. Salty stench of sea and chilling gale at my back awakened me from a disturbed dream. Dream filled with familiar voices and fear for my life. The bitter sense of betrayal stemming from the dream was interrupted by a sudden sound. In the distance, a monumental metallic monster, as if grown into the rocks, loomed over the sky. Despite the fear this colossus exuded, I was attracted to it somehow. With nothing to lose, I went after the light. Thorough examination brought nothing. No mechanism to open the door, and no way to get inside. I resigned and sat down to plunge into my thoughts. Then I realized I had no memory of anything before I found myself on the rock. But I felt a strong connection to the giant in front of me. And at that exact moment, a sound echoed through the air. Invading my body as if identifying me. I braced myself and entered. Okay. Wir wissen also nicht, wo wir sind, wer wir sind und was wir da machen, aber wir fühlen uns angezogen von diesem großen, heißen, wahnsinnig cool aussehenden Turm. Das ist mal ein anderes Intro, ich mag so handgezeichnete Sachen. Das Spiel an sich selber ist nicht handgezeichnet. Wenn es wie bei Legend of Grimrock ist, dann ist es natürlich so, dass wir schrittweise vorangehen. Okay, Bewegung. Verwende L, um dich auf deinen Raster durch die Welt zu bewegen und R, um dich zu drehen. Halte Zettel gedrückt und verwende R, um dich umzusehen. Okay. I'm inside now, but I'm not sure that's a good thing. Okay. Halte Z-Ecke gedrückt, um den Cursor anzuzeigen. Verwende die Buttons, um den Cursor im interaktiven Element einzurasten. Oder nutze L, um diese manuell zu bewegen. Drücke A, um mit den ausgewählten Elementen zu interagieren. Okay. Erster Cursor. Okay. Exo-Anzug-Interface noch nicht verfügbar. Okay. Aha. Liegt aus dem Boden. Und das Angriff-Pylon? Nee. Drehen? Kann ich nicht drehen? Oh, Entschuldigung. Falscher Button, so. Hier auch nichts. Da irgendwas machen? Ah, guck mal. Ah, die Pumpe läuft da hinten, okay. Was hier drüben ist mir auch. Laufen beide Pumpen. Oh, hier geht die Tür auf. Ja, sehr gut. Komm mal rein. Im Monster. So. Ich glaube, es sieht so aus, als ob ich eine alleinige Party bin. Bei Grimrock hat man ja vier Leute. Hier sieht es irgendwie aus, ob wir nur einer sind. Sollen wir mal rein gucken? Gibt es ein Menü? Hier drüben.
Also eine Karte. Ach, ist noch nichts verfügbar. Okay, wir müssen wahrscheinlich erstmal ein bisschen reinkommen. Ah, da geht's weiter auf. Wie ihr seht, es geht immer schrittweise noch voran. Was natürlich logisch ist im Spiel. Gab es früher auf dem Amiga auch, Eye of the Beholder, das war so ähnlich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Oh, da geht's nicht weiter. Noch irgendwas? Ne, da geht's wieder raus. Und die Kasten bewegen? Warte mal. Ah, okay. Dann schieben wir, okay, nochmal. Weiterschieben? Ja, weiterschieben können wir den nicht. Ah, okay, was können wir hier längs gehen? Oh, warte. Bewegt sich aber schnell, du. Okay, hier geht's. Und hier die Kästen noch weiter bewegen? Ja. Und hier, Fässer. Mit Fässern kann ich auch nichts machen. Okay, da kommt auch nichts dran vorbei. So, dann gehen wir erstmal hier weiter. Was ist denn hier? Hier ist noch eine Tür. Das sieht doch aus wieder wie. Das ist wieder eine Pumpe, die wir wahrscheinlich bewegen müssen, damit wir da reinkommen. Da ist wieder ein Rad. Geh mal hin. Mal seitlich. Ein bisschen straffen hier. Zack. Genau, geht das weiter. Working Rig. Okay. Fortschritt speichern. Vergiss nicht, deine Fortschritte häufiger durch das Drücken von zu speichern. Durch das Drücken von L lädst du den letzten. Okay. Okay, machen wir. Speichert. Das ist natürlich cool. Und hier kann ich wieder zurückgehen? Ah, okay, das ist natürlich perfekt. Natürlich schnell wieder neu starten. Sehr gut. Working Rig. Alter? Ah, du kannst jetzt wählen, einen von drei verfügbaren Exo-Anzügen aus den Behältern auszurüsten. Jeder verfügt über eine eindeutige Stärke in einem bestimmten Bereich. Sei gewarnt, die Wahl ist nicht umkehrbar. Okay. Schwere Anzüge. Erhalte einen permanenten Zähigkeitsbonus. Du besitzt eine Chance, erlittene Angreifer zurückzuwerfen, wodurch du keinen Schaden erleidest. Diese Chance wird verdoppelt, falls deine Integrität unter bestimmten Werten liegt. Was ich von Zähigkeit von sage? Zähigkeit ist ein Gefechtswert, der die Anzugsintegrität Lebenspunkte oder die Chance, direkten Angriffen auszuweichen, erhöht. Warte mal, wir gucken uns alle Anzüge an. Kampfanzug. Erhalte einen permanenten Gefechtsbonus. Füge außerdem mit jedem dritten erfolgreichen Waffenangriff Bonusschaden zu. 30% plus Gefecht und 50% Bonusschaden bei jedem der dritten erfolgreichen Angriff. Gefecht ist ein Gefechtswert, der den Schaden, die Genauheit und den Waffenangriff erhöht. Hm, warte, wir gucken uns mal alle an hier. Noch einer. Sturmweste. Peste, naja. V geschrieben, ne? Verdiene dauerhaft Boni für Resistenz, Fumiumaufnahme und Reparaturdienste. Leistung. Verursache zusätzlich mehr Gesamtschaden aufgrund fehlender Integrität. 10% Widerstand, 5% Fumium. Gesamtschaden pro Resistenz reduziert Schäden durch Säure, Blutung, Feuer und Schock. Erhöht die Menge an Fumium, die sie aus Quellen erhalten. Und Reparaturlasten verbessert alle. Okay. Was hiermit? Der Tauma-Anzug. Erhalte einen permanenten Technikbonus. Erhalte außerdem Energieregeneration mit einem Grenzwert. 30% Technik, 35% Energiegrenzwert, 50% Energie. Komm, wir nehmen den Technikwert. Klingt doch mal ganz gut. Probieren wir den mal aus? Ja. Ach, guck mal, jetzt haben wir. No. I don't know why, but it feels like it's a part of me. Wonder if the door lets me through now. Schauen wir mal, ob die Tür uns jetzt durchlässt. Aber wir können das Interface mal aufrufen. Was machen wir mal? Guck mal hier. Ah, da. Hier kannst du deine Gegenstände aufbewahren und sie außerdem via Waffen, Rüstungs- und Gadgetplätze belegen. Drücke, um dein Inventar zu öffnen. Drücke A, um deinen Gegenstand aufzuheben. X, um ihn automatisch in und in deinem Inventar zu bewegen. Mit L kannst du alle Gegenstände aus einem Behälter nehmen. Okay. Gut. Ah, kann man unsere Werte mal angucken. Gefecht, Genauigkeit, Haltkreise. Okay, da haben wir doch nicht so viel. Kann man aber noch aufrüsten, man sieht. Notizen. Was haben wir noch hier so? Jetzt haben wir gar nichts. Unten links sehen wir die Leiste. Da gibt es noch andere Waffen, wahrscheinlich Zauber auch, die man nutzen kann oder irgendwas anderes. Gut. Versuchen wir durch die Tür zu gehen jetzt. Okay,
Okay. Den Anzug haben wir, deswegen dürfen wir wahrscheinlich rein. In den Vault hier. Aber hauen oder so kann ich auch nicht. Nee, ich habe auch noch keine Waffe gefunden. Ich würde vielleicht mal versuchen, irgendwas zu finden hier. Was hauen denn? Okay, da ist nichts. Hier sind die Fässer, wo wir vorher waren, ne? Könnt ihr euch daran erinnern? Aber ich kann hier auch nichts hauen oder so. Nee. In die andere Richtung. Okay, gucken wir mal in die Ränke rein. Alles nehmen? Ja. Okay, mit Hilfe von Waffen kannst du Gegnern oder zerstörbare Objekte Schaden zufügen. L für die Haupthand, R für die Nebenhand. Du kannst bis zu 2 Waffensets haben und mit R zwischen ihnen wechseln. This will come in handy. And there's writing on it. Happy anniversary, Gordon. Who's Gordon? Gordon. Wenn ihr euch an Gordon erinnert, das ist aus Half-Life, ne? Lustigerweise haben sie ihn da benutzt, weil da rennt man am Anfang ja auch rum mit einem Brecheisen. Witzig, kleiner Seitenhieb auf Half-Life. Yeah. Kann man die auch machen? Quatsch, es gibt nur eine Sache, die man hier bewegen kann? Ist dann langweilig. Hier mal. Und nichts. Okay, probieren wir mal die Waffe aus. Erstmal hier. Okay, au, jetzt kann man hier auch was rausholen. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass hier jetzt irgendwas ist, oder? Aber hier ist nichts. Okay. Wo liegt da irgendwas am Boden? Da, was ist denn das? Was ist denn das? Nehmt es auf jeden Fall mit. Was steht denn da drin überhaupt in den Nachrichten? Lass es doch durchlesen. Etwas für dich. Morgan Kinley, hier hast du etwas, womit du dich über die neuen Kisten hermachen kannst. Die Schmuckstücke müssen bis zum Abend geöffnet sein und stell damit keine Dummheiten an. Mehr lesen aber? Nee. Okay. Gut, aber jetzt haben wir den, jetzt können wir auf jeden Fall diesen anderen Weg auch noch gehen hier. Weil wir speichern zwischendurch, sonst vergessen wir das. So, hier nicht raus, sondern hier weiter. Können wir auch durchhauen, ne? Yes. Oh, jetzt geht's los. Automatische Karte. Dein Anzug ist mit einer Karte ausgestattet, die sich automatisch aktiviert, während du das Gebiet umkennst. Drücke X, um sie anzuzeigen. Okay, ja, das ist natürlich sehr praktisch. Brauchen wir selber nicht aufmachen. Aber wir können auch Notizen hinzufügen und so. Das ist natürlich gut. Ach, guck mal, kann man direkt hier alles auswählen. Na, natürlich praktisch. Gut, dann weiß man auf jeden Fall mal, wo was ist. Sollten wir uns merken? Das ist wichtig. Speichern mal sicherheitshalber. Was ist das denn? Oh! Ah! Oh! Oh, oh. Ich häng hier auch in der Falle. Okay, dann Fumio bekommen. Neue Gegner freigeschaltet. Drohne. Kann man hier gar nicht sehen, ne? Okay, wir haben schon Leben verloren, wie man sieht unten. Noch können wir nichts aufladen oder so. Auf jeden Fall einen Gegner gefunden, das erste Mal. Okay, da fehlt ein rostiger Schlüssel. Machen wir uns gleich mal eine Notiz. Ne, da bleiben. So, Notiz machen. Zack. Rostiges Schloss. So. Gut zu wissen. Mal hier durch. Hier gibt es noch irgendwas, was wir entdecken können. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr weiter. Hier vielleicht rein. Auf die Gegner aufpassen, weil die sind wirklich gar nicht so leicht. Attention, okay. Den haben wir. Okay, da geht es irgendwo runter. Da können wir wahrscheinlich auch nicht hingehen, dann fallen wir runter. Da sollten wir nicht längs gehen. Aber da können wir vielleicht die Kiste reinschieben. Ah, okay, den müssen wir vielleicht reinschieben, aber von der anderen Seite dann, ne? Also. Okay, das macht, glaube ich, Sinn. Kleine, feine Rätsel, die noch nicht so schwierig sind, aber vielleicht noch schwierig werden können.
können wir das locker durch. Ah, okay. So. Hier ist ein Knopf. Tür aufgemacht. Das ist auch nicht schön. Wir lassen uns erstmal hier reingehen. Okay, eine Waffe auch noch. Cool. Aber die auswählen, die Waffe? Ah, guck mal da. Distanzwaffen versuchen hohen Schaden und erlauben es, aus einer sicheren Entfernung anzugreifen. Sie benötigen jedoch Munition, um abgefeuert zu werden. Die Munition muss sich nur in deinem Inventar befinden. Waffen müssen nicht manuell nachgeladen werden. Ah, das ist gut zu wissen. Now we're talking. Aber wo setzen wir die Waffe hin? Ausrüsten. Ah, okay. Wir können ja zwei Sets benutzen. Das heißt, wir können hier die andere machen. Aber können wir nachher wechseln, ne? Das ist doch schon mal gut. Lass uns die Waffe mal benutzen. Mal hier gucken, gibt's noch mehr? Nee. Hier gibt's gar nichts. Wie schade, wäre natürlich cooler, wenn in den ganzen Kästchen noch mehr drin wäre, aber das gibt's anscheinend nicht. Auch nichts mitnehmen. Das ist natürlich schade, ich dachte, man könnte hier ein bisschen mehr. Was denn? Ah, da ist ein Schlüssel. Hier, warte. So, ein Schlüssel. Rostige Schlüssel, okay. Nee, nee. Brauchst du jetzt nicht benutzen. Na gut. Muss schon zum Schloss gehen, da. Oh. Ah! Ah, Mist. Warte. Ja, das ist schon ganz gut Energie geraubt. Wir haben eine rostige Schlüssel hier, aber es ist die Frage. Gut. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber jetzt ist die Frage, ob wir uns erstmal diesen Raum hier noch angucken, bevor wir diesen anderen rostigen Schlüssel benutzen. Hier können wir schon auch noch was holen. Ist nichts. Dauern. Plattenspieler. Spielen. A phono diary. Maybe with these I'll learn more about this place. My Marcus was chosen by the Bureau to lead the Ox Vaporum, which is under construction out there on the high seas right now. We decided to accept the offer to live there and lead the research. It's a test our marriage must undergo. I stood by my loving husband through his years in the military, and I'm ready to support him now. It won't be easy. I'll be in charge of a fair amount of research in the tower, but my family means everything to me. Thanks to this commission, the Bureau will provide us with everything for a happy life somewhere on an island of our own. One day. Müsst ihr mir sagen, ob ich das abspielen soll, oder ob ihr sagt, ihr sollt das lieber vorlesen, das ist mir egal. Ja, beides machen. Das ist nichts. Auch nichts. So, lass mal ganz kurz ins Inventar nochmal gehen, wenn wir irgendwie neue Schuhe bekommen. Ach, die zieht auch automatisch an, das ist natürlich super. Okay, lass mal hingehen zum rostigen Schlüssel? Schlüsselloch? War hier hinten irgendwo, oder? Oh. Es ist so, also es liegt daran, ich verdrehe mich ein bisschen, weil es ein bisschen träge ist mit dem Bewegen. Was auch nicht so schlimm ist, aber es ist trotzdem ein bisschen nervig. Es war diesen Weg, ne? So. I need a key. Ja, den haben wir ja, pass auf. Blöd und zack. Nur noch 5 Schuss. Wir haben auch nicht mehr so viel Leben, aber wird unser Leben nach und nach voller? Dass man so rumtorkelt hier? Ich weiß es gar nicht drauf geachtet. Oder 5 hatten wir nicht gerade eben 88 oder so? Ich weiß es nicht. Auf 8, jetzt sind wir 105. Achten wir mal kurz drauf. This might hurt. Okay, müssen wir schon aufpassen. Ah! Alter, wie Leben geht denn da weg? Geht das gar nicht auf, ne? Ne. Okay. Oh, oh. Da liegt irgendwas.
Das ist die Integrität, roter Balken deines Exo-Anzuges, der dich vor tödlichen Gefahren und Gegnerangriffen beschützt. Wenn sie nur erreicht, stirbst du. Du kannst deine Geräte wiederherstellen, indem du Reparatursätze benutzt. Okay. Okay. Guck mal, ah, okay. Gut, dass wir das Ding haben. Lass uns auch kurz repariert werden. Haben wir jetzt nur einen von gehabt. Das ist natürlich doof, das jetzt zu benutzen. Aber man weiß ja auch nicht, was noch kommt. Mehr haben wir nicht, ja? Nee. Achso, hier war noch eine Nachricht. Überraschender Fund. Wow, rat mal, was ich in den Kisten gefunden habe, die gestern reinkommen sind. Waffen! Verdammt viele Waffen! Sollte mich nicht davon abhalten, eine für mich zu behalten. Nur für den Fall, dass sie hier mal alles den Bach runtergeht. Man weiß ja nie. Es ist gar nicht so abwegig. Und ich habe gehört, dass in den Laboren oben einige Experimente schief gelaufen sind. Weiß der Kuckuck, was sie dort anstellen. Aber warum zum Teufel brauchen sie Waffen? Na dann so, und dann so ein Haufen. Ben Kingsley, Logistiker. Schnüffler, würde ich sagen. Gut. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall nach dem Schluss haben. Haben wir wieder einen Kong gerade eingesammelt? Hm, was war das denn gerade für ein... Oh. Okay. Ist nicht schade, dass wir jetzt die Munition gerade verballern. Jetzt sollen wir erstmal die andere Waffe nochmal weiter benutzen. Hauen und wegschleichen, das geht vielleicht auch. Hier längs? An die Kiste? Okay, ein Stein und wieder ein Tongerät. Also, Gegenstände fallen lassen. Wähle einen Gegenstand in deinem Inventar, in dem du A drückst. Halte ZR und verwende, um zu bestimmen, wo du den Gegenstand fallen lassen willst. Okay, ist wahrscheinlich, um Schalterplatten zu bewegen. Dafür haben wir diesen fetten Stein wahrscheinlich. Okay. Was können wir denn da hören? I've been waiting for this moment my whole life. Studying at the Supreme Bureau University comes with prestige, sure, but now I can start my career, finally. As one of the proud draftsmen for the head architect of the Bureau, the Arx Vaporum is partly my doing. The tower is a testament to our technological advances. The Arx is going to bring about a historical breakthrough once we decipher the substance on the seabed, the marvelous Fumium, and we can show the world what it can do. We have such great expectations. Okay, also hier werden auf jeden Fall Experimente gemacht. Da müssen wir schon. Das haben wir schon mal rausgehört. Fumium heißt das. Fumium. Guck mal hier. Okay. Gut, ich verstehe. Hier ist eine Sitzbank. Oh, nichts machen können. Gut, dann legen wir hier mal einen Stein drauf. Zack. Zack. Sit. Hier vielleicht werfen eher? Nee. Nee. Hab nicht verstanden. Ja, versuchen wir es nochmal. Ach, schmeißt er gleich darüber. Warte mal. Hab ich auch irgendwas verkehrt gemacht. Standen da gerade eben. Man muss ab und zu auch mal die Anleitung richtig lesen. Ah, guck mal jetzt. Wo wir es hinlegen? Da. Oh, geht das? Okay. Gut, gut. Warte mal angucken. Einiges entdeckt hier, wie man sieht. Wir speichern mal zwischendurch. Macht vielleicht Sinn. Da höre ich schon wieder irgendwelche Geräusche. Oh! Ah! Oh nein! In dem ist auch eine. Okay, da war keine. Ich dachte, da wäre eine. Also wir haben ein Reparationskit. Schon mal ganz gut. Brauchen wir jetzt aber nicht benutzen. Okay, leider haben wir keine Munition mehr. Irgendwas mit diesen Metalldingern doch auf sich. So. Oh,
Warte mal, wir sind jetzt hier drin. Hinten sind auf jeden Fall zwei weitere Spinnen. Ein Holzblock. Aber der kann nichts hier. Der ist Block, ne? Da ist noch ein Block. Okay. Alter. Kann leider nicht schneller hauen. So. Okay. Kehrt. Aber hier können wir auch irgendwas machen. Ah, guck mal, noch eine Kiste. Geheimnis entdeckt. Ah, sehr gut. Oh, guck mal, da sind ordentlich Sachen. Zack, jetzt haben wir schon Handschuhe, Schild und mehr Munition, was natürlich sehr praktisch ist. Jetzt haben wir richtig, ja, jetzt haben wir mehr Munition. Hä? Wenn ich eine Schlagstange nehme, kriege ich mehr Leben? Ach nee, ich kriege mehr Leben, weil ich dann rechts jetzt mein Schild habe. Das ist ja lustig. Das heißt, mein Schild da drüben hat auch so ein paar... Cooltipp. Schütze des Rekruten. Verliert eine Chance, erlittene Angriffe zu blocken, wodurch... Ah, guck mal, 20% Integrität kriegt man dazu. Ah, okay. Sehr gut, sehr gut. Gut, dann müssen wir aber das Schild, müssen wir dann wahrscheinlich auch auf unserem anderen Waffendings noch setzen. Kann man ja nicht, haben wir ja nicht. Ah, okay. Gut, ja, macht doch Sinn, das nur hier zu haben. Statt, auch bei der Waffe, ne? Mit Waffe ist ja eher so ein Fernding. Oh, hier ist ein Seil. Was will ich nehmen? Nee. Hier war nichts weiter. Jetzt zurück. Weil ich hier nicht, aber hier ist ein Knopf. Okay. Geht die Tür zu, wenn wir hier rüber gehen? Da schießt doch irgendjemand. Okay, das Ding schießt und schießt uns die Tür wieder zu. Wenn ich raufgehe. Geht das zwar auf, aber ich kann nicht reinkommen, weil der den Knopf drückt. Okay. Überlegen, wie wir das hinkriegen. Da muss ja wieder irgendwas geben, was man da reinschieben kann. Oder nicht? Was kaputt machen? Sieht nicht so aus. Und die Seite kaputt machen? Auch nicht. Hm. Warte mal. Die kann man nicht machen, die kann man auch nicht schieben. Aber die? Kann man die von der anderen Seite kommen? Echt, ne? Hey, da müssen wir doch wahrscheinlich irgendwas davor schieben, damit die. Auch nicht schieben. Was schieben wir denn da? Das müssen wir irgendwie blockieren, auf jeden Fall. Bloß wie blockieren wir das, ist die Frage. Hm. Den kann ich sie nicht mehr, ne? Okay. Das ist ja merkwürdig. Eine coole, düstere Beklemmungsatmosphäre hier. Aber es muss doch möglich sein, da irgendwas anderes zu machen. Warte mal. Vielleicht können wir es so machen, pass auf. Warte mal. Jetzt einmal speichern vor. Wenn wir drauf gehen, dann bringt es nicht. Ich will gucken, ob ich das blocken kann. Okay. Wir blocken es kurz. Das funktioniert. Ah, okay. Na, war jetzt noch nicht so schwer. Wahrscheinlich auch nur, weil man das Schild hat.
blockt er? Dann blockt er automatisch? Ich weiß es nicht. Okay, man kann, glaube ich, blocken, wenn man genau in dem Moment draufhaut, wo der sozusagen auch schlägt, ne? Kommt auf jeden Fall gerade vor. Da gibt es natürlich keine Erklärung zu. Natürlich wieder für den Arsch. Oh! Sie können jederzeit ZL gedrückt halten, um einen Zeitstopp-Modus zu aktivieren. In dem Spiel, der Spiel automatisch pausiert, wenn Sie keine Aktion ausführen. In diesem Modus haben Sie immer Zeit, Ihren nächsten Zug zu entwerfen und zu planen. Okay. Ja. Ah, okay. Okay, wir haben kurz lang gespeichert, das heißt, wir können jetzt einen Speicherstand haben. Machen wir nochmal. Gut, dann sich überlegen, wie wir es machen. Warte. Mist. Oh. So. So. Okay, wir müssen mal kurz reparieren. Und speichern müssen wir auch nochmal gleich. Das Flieg müssen wir wahrscheinlich wirklich beschießen. So. Ich weiß mal hier längs. Vielleicht besser durch. I need a key. Okay, Silberschlüssel brauchen wir. Gut, wir speichern mal. So, wir wissen jetzt, dass das Viech da gleich hier rauskommt. Zeitstopp-Modus. Okay. Okay. Oh, nein! Er ist gerade gestorben und wir sind auch gestorben. Okay, das ist aber gar nicht das Problem. Dann werden wir erstmal nur mit den Waffen die angreifen hier. Und dann mit den anderen Waffen werden wir ihn dann killen. Ah, er kommt auch schon gleich, okay. Okay, machen wir die Zeit schon irgendwo an. Nennt sich dumm. So, den haben wir erledigt. Mal dahin wechseln, dann können wir auch gleich den Zeitmodus ausmachen. Ich glaube, es ist irgendwie Glück mit dem Blocken. Oder jetzt noch nicht ganz so begriffen. Müssen wir mal gucken. Weiterkommen.
Gut. These creepy little things. Das stimmt. Ist nix? Hast du Silberschlüssel? Sehr gut. Wo unser Dings benutzen, damit wir schnell geheilt werden. Hier haben wir zwei Kisten oder was ist das? Yes, was ist denn? Gucken wir uns mal an. Integriert 50 plus 2 Gefecht. 40 plus 0 Generation und plus 2 plus Zähigkeit. Nochmal Gefecht hier, ist gut. Mal alle mitnehmen, oder? Ich weiß nicht, ob wir denn zu viel haben, aber. Ja, wir können uns auch noch gut bewegen. Ah, guck mal. Alles mit. Dann werden wir, glaube ich, mal. Zweiten Set. Können wir da hier auch noch eine andere Waffe reinsetzen? Es ist möglich, eine Waffe in jeder Hand auszurüsten, um so zwei Waffen gleichzeitig zu führen. Während du zwei Waffen führst, sinkt dein Schadenspotenzial und deine Trefferchancengenauigkeit. Nehmen wir gegenüber, indem du Schaltkreispunkte in den Schaltkreis beidhändig investierst. Okay, das müssen wir machen. Lassen wir aber erstmal drin. So, haben wir schon Schaltkreise, die wir irgendwie machen können? Wir haben noch keinen verfügbaren Schaltkreispunkt. Also können wir es noch nicht machen. Ist denn so, ne? Ist denn so. So, wir haben auch noch irgendwie eine Nachricht da bekommen. Gucken wir uns auch mal an. Klopfen. Lies mal. Seit ich angefangen habe, hier unten am Meeresgrund zu arbeiten, ist es mir ein merkwürdiges, konstantes Geräusch aufgefallen. Es kommt von unten. Es klingt wie ein Klopfen, fast wie ein Herz. Nur ein riesengroßes. Ob es das Geräusch der Bohrausrüstung tief in der See beim Phomiumkern ist? Gut, pass auf, wir machen es mal anders mit der Ausrüstung. Wir machen mal. Wo war das? Hier setzen wir jetzt mal ein Messer rein, würde ich sagen. Oh, wie haben wir denn hier? 6 Schaden, 200 Schaden an zerstörbaren Objekten, 500 Schaden an mechanischen Gegnern. Was sagt die Waffe denn? 7 Schaden, 500 Schaden an organischen Gegnern. Sind sie noch besser? Ist auch schneller in Angriffszeit. Ein Kachelreichweite, das macht ja nichts. Gut, 1 Sekunde Abklingzeit ist auch besser. So, das benutzen wir. Zack. Zack. Genau, und dann müssen wir noch bei der 2, also bei der zweiten Ausrüstung, müssen wir wahrscheinlich. Ne, müssen wir gar nicht, ist eine Einhandwaffe. Okay. So. Gut. Also Zweihandwaffe, aber. So, wieder zu diesem. Silberschlüsselkram. Auch meinen Silberschlüssel, den haben wir ja auch bekommen. Der hier. Zick. So. Ja. Sehr gut. Okay. So, wir speichern nochmal. Ist sicher. Aber nichts. Professor. War auch nichts. Gut, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen hier diesen Schalter betätigen. Oh. Ist auch noch einer, ne? Na klar. Oh. Lange Waffe links hier. Ei, ei. Boah. Scheiße. The spider dropped something. Might be useful. Hat er verloren. Da. Was? Gadgets. Neben Waffen wirst du auch verschiedene wundertätige Gadgets finden. Sie können im Kampf verwendet werden, um Gegner zu überlisten oder für kurze Zeit selbst zu stärken. Drücke ZLA, ZLB, ZLX, ZLL, um das erste Mal, um jemanden zu verwenden. Ich dachte schon, das wäre so eine Kombi. Gadgets sind mächtig, aber ziehen dir auch Energie ab. Gelber Balken. Energie renegiert sich zwar langsam von selbst, aber wenn du Gegner öfter angreifst, okay. Ja. Gut, ein Gadget haben wir da. ZLA, okay.
Was immer das ist, wir probieren es nachher mal aus. Was wir hier liegen haben bei ihm. Ein paar Notizen. Wird das Ziel durch einen elektrischen Schock getroffen, ist dein ausgehender Schaden stark reduziert und er leidet Schaden über kurze Zeit. Gegner, die diese Art von Schock erzeugen können, sind selbst gegen alle Schockeffekte resistent. Das habe ich schon gedacht. Okay. Ich muss leider auch nicht heilen, ich habe nichts mehr, ne? Zum Speichern. Hoffen, dass wir nicht komplett drauf gehen gleich. This thing from the spider fits into my rig. Let's see how they like being shocked. Okay, pass auf, machen wir mal. Level up! Okay, und wir haben neue Leben. Ach, guck mal, Fumium. Dein Anzug erhält von besiegten Gegnern Fumium. Nachdem genug gesammelt wurde, steigt dein Anzug eine Stufe auf, wodurch sich deine Leistung verbessert. Du hältst außerdem Schaltkreispunkte, die du zum Freischalten oder Verbessern von Schaltkreisen verwenden kannst. Schaltkreise verbessern deine Leistung in einem bestimmten Bereich maßgeblich. Auf höheren Rängen schaltest du Module frei, die deine Leistung weiter auf unterschiedliche Weise erhöhen. Du wirst Fumium-Kondensatoren über den Weg laufen, die dir bei Verwendung Fumium gewähren. Super. Ein Schaltkreispunkt. Was? Ah, das ist der okay. Schaltkreispunkt haben wir. Was ist das denn, was wir da haben daran gefunden? Fumium-Kondensator aktivieren, um deine Fumium-Vorrat permanent zu erhöhen. Plus 5. Machen wir das glatt, ne? Den Gegenstand aus dem Stapel zu ziehen. Drücke X, um den Gegenstand zu verbrauchen. Nicht schlecht. So, wir gehen mal auf die Schaltkreise. Ah, verfügbare Schaltkreise. Wofür wir das verwenden wollen, ne? Also wir haben stumpfe Waffen, haben wir jetzt ja nicht, wir haben Klingenwaffen. Können wir verbessern. Vielleicht nicht schlecht, unsere Pistolen und Gewehre sind natürlich auch besser. Beidhändigkeit wäre auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir machen erstmal Klingenwaffen. So, bestätigen. Sehr gut. Erhöht, so, jeder Rang erhöht den Schaden von Klingenwaffen. Plus 30% Schaden. Das ist schon mal gut für uns. Ja, Leute, ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr Lust habt, das mit mir weiter zu spielen. Ich find's ganz nett. Mir fällt gerade auf, dass wir natürlich dieses Logo hier mal ausblenden können. Das nervt ja wahrscheinlich schon. Unten links sehe ich gerade. Aber das sind so Sachen, die man erst auffällt, wenn man das erste Video fertig hat. So, ja, ich freue mich, wenn ihr mir Kommentare da lasst. Ich find's ganz spannend so, aber ist natürlich die Frage, wie es ankommt, ob ihr Lust darauf habt. Sonst würde ich privat weiterspielen. Und euch damit nicht nerven wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.